Svenster Daniel ist ein Ökonomieprofessor am Lycée Technique von Nettelbrick seit 1999 und seitdem auch aktiv bei den europäischen Projekten mit dabei. Wir sind voll dran. Wir haben momentan zwei Comenius-Projekte am Fungal parallel laufen, die in den Zeus Zukunftswerkstatt Europa läuft. Am März nächstes Jahr als Schlussreunion heute zu Lützburg. Und dann haben wir noch einen neuen Social Media Trend 2020, den auch ganz aktuell ist. Und was Leonardo anbelangt, das ist ein Austausch von Schülern für ein Stage zu machen. Da schicken wir das ja auch ursprünglich fort. Als 27 Schüler, die bis durch den Leonardo-Projekt die größte Chance hatten, für im Ausland ein Stage zu machen, kurzfristig muss ich sagen, dass sie sich schon ein bisschen mehr organisieren. Für die Zukunft ganz klar, wie gehen sie ins Leben? Ich meine, das tut ja nicht nur etwas schulisch zu denen. Sprachlich gesehen haben sie auch immens viel sich weiterentwickelt. Sie sind viel mehr selbstsicher gewesen, dass wir die noch von sie zurückkommen, weil sie müssen bei uns ihre Stage präsentieren für einen Jury, wo ihnen dann noch unterstreichen muss, dass als Partnerorganisation aus dem Ausland meistens so einen hinschickt, den da doch nur gucken könnt. Was immer ganz positiv auch bewertet wird von den Schülern. Langfristig hat man bis auch zweimal den Fall, dass die aus dem Betrieb wirklich zu den Schülern gesagt hat, wenn der einen Aufschluss hat und die hat Lust, bei uns arbeiten zu kommen, dann hören wir mal doppelt einen Arm ab. Ich meine, ich kriege auch ganz viel Feedback von den anderen Enseignanten, die Schüler haben, dass die Schüler sich einfach gedreht haben, im positiven Sinne.